Hallo und herzlich willkommen zur 52. Burgenfolge! Ich fange auch schon gleich mal an, ohne hier wild in der Gegend rumzureden. Auf jeden Fall, wir haben gerade noch ein Hörnchen. Oh, ja, krass auf jeden Fall. Und ich habe mal wieder das Chat auf jeden Fall an. Aber ist jetzt auch gerade nicht so viel los. Ist auch schon abends auf jeden Fall. Ja gut, also beginnen wir doch auch schon mal gleich mit dem ersten. Ich mache schon mal die Stoppuhr an. Ich zeige es so diesmal nicht im Video. Ist von dem Bexe, der ist bei Jokers Kensai. Hier ist sogar schon schön mit dem HTML5. Ui. Die erste Burgenfolge mit HTML5. Ein Meilenstein. Okay, wir gucken auf jeden Fall mal in seine Burg rein. Hier hat er auf jeden Fall ein paar Reiterbilder und den Kolosse. Wie viel öffentliche Ordnung kriegst du denn mit dem Kolosse hin? Kannst du mir gerne mal auf jeden Fall in die Videobeschreibung tun oder einfach eine Pen schreiben, wir natürlich auch. Denn hast du den Wachturm 10, das ist natürlich sehr super. Hier hast du noch ein paar, weil noch ein paar Kornspeicher auf jeden Fall auf 20 drin. Ich glaube, er hatte mich auch angeschrieben und hat mir erzählt, dass er irgendwie 15 Kornspeicher hier drin hat. Erzähl mir mal kurz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Warum denn 19 Kornspeicher und keine 15? Er hat aber irgendwas erzählt mit den Konstrukten auf jeden Fall. Ja. Jeder auf jeden Fall so, wie er mag, aber ich sehe hier auch noch kein Gewächshaus. Aber dafür eine Kaserne 6, aber kein Gewächshaus. Und eine Verteidigungswerkstatt! Sofort einen drauf trinken. Ich habe hier extra noch Wasser, Quellwasser von Klassik auf jeden Fall. Warte, ich mache ihn kurz auf. Hört man das? Ich denke mal auf jeden Fall. Also was brauchst du bitte schön? Eine Verteidigungswerkstatt? Im Grünen in deiner Hauptburg. Also wenn du die das letzte Mal genutzt hast, möchte ich gerne mal wissen. Ich denke mal, sehr wenig. Die Belagerungswerkstatt, glaube ich, dass du die schon öfters verwendet hast. Aber die Verteidigungswerkstatt, glaube ich, sehr, sehr selten. Und die Halle ist auf 100, 502. Da muss auf jeden Fall, also kann noch ein paar, ein bisschen was auf jeden Fall gemacht werden. Du selber bist aber schon auf 800. Ja. Da ist die Halle noch ein bisschen hinten dran, aber naja. Die wirst du, denke ich mal, auch noch hinkriegen. Die paar Level da. So, dann gucken wir mal im Eis. Also, im grünen Hui, in den Welten Hui. Haben wir hier auch wieder eine Verteidigungswerkstatt? Hier haben wir übrigens keine Verteidigungswerkstatt. Interessant. Ja, ein bisschen andere Deko. Kornspeicher sind die eigentlich auch alle. Ja, ein bisschen kleiner, ein paar ein bisschen größer. Alles ganz nice auf jeden Fall. Alles schön hochgebaut. Schön für öffentliche Ordnung auf jeden Fall drin. Kann man eigentlich im Endeffekt nicht groß was zu sagen. Ich denke mal, so werden die anderen auch aussehen. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich was gesehen habe, war, wie gesagt, im Grünen die Verteidigungswerkstatt. Und ich habe auch andere Spiele auch schon, größere Spiele auch schon gesehen, die auch alle drin haben. Puh, ja, aber meistens kommt, ja, könnte ich ja noch für irgendwas Verteidigungswerkzeug bla nutzen, aber im Endeffekt nutzen die auch nicht wirklich, sondern lassen die da einfach nur drin stehen, weil sie keinen Bock haben, die auszubauen. Auf jeden Fall hier mit der Deko hier ein bisschen was, denke ich mal, auch gedacht. Hier sind noch ein paar Brunnen der inneren Ruhe drin. Da kannst du auf jeden Fall irgendwann noch bessere Raum noch reintun. Hier sind auch noch Gruselfelsen. Falls du die nicht alle hochgeschmiedet hast, würde ich da im Endeffekt auch noch mal irgendwann noch mal bessere reinsetzen. Ich bin bei mir auch gerade beim Umbauen, aber ja, das ist manchmal ein bisschen leidiges Thema. Immer wieder die Deko so ein bisschen umzubauen. Ja, ich kann es eigentlich schon gut verstehen, wo ich immer noch ein Kraut- und Rübenbauer bin. Hier auch noch ein bisschen andere Deko. Hier übrigens auch keine Verteidigungswerkstatt, die nur in der Hauptburg steht. Ja gut, hier in der PS gucke ich ja nicht. Da bin ich mir einfach zu faul auf jeden Fall zu. Dann, sonst hast du hier auf jeden Fall noch genügend. Ich glaube auch wieder 19 Kornspeicher auf jeden Fall drin. Ja. Und natürlich auch ein Wachturm auf 10 drin. Hast natürlich auch einen Marktplatz, natürlich auch schon auf 8 drin. Hast auch schon deine Mühle 6. Und hast auch schon eine Stellung 3. Alles supi, alles toll, alles yay. Okay, das war auf jeden Fall die Burg von dem Bexe. Und weiter geht's zur nächsten Burg. Warnung, versuchen Sie niemals Ihr Handy oder Smartphone in einem Mikrowellenofen zu trocknen. So, die nächste Burg ist der Armin, der spielt jetzt bei Rebels Azubi, hat glaube ich auch schon mal bei Poseidon gespielt, hat auch mal eine Zeit lang auf jeden Fall YouTube gemacht und wollte da auch das Format machen, dass er von anderen Leuten die APs zeigt, habe ich leider nicht mehr so viel von gesehen, fand ich ein bisschen schade, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er auch die Verteidigungswerkstatt drinne, genauso wie auch der Bex, guckt ihr euch wohl beide gerne die Burgen gegenseitig an,
Kleiner Scherz auf jeden Fall am Rande. Hier hast du noch einen Platz frei. Hast du dir gerade irgendwas ausgetauscht und vergessen, irgendwas Neues reinzustellen? Könnte vielleicht sein, weil es sieht so aus, als könntest du hier auf jeden Fall noch eine große Deko auf jeden Fall reintun. Kannst du auf jeden Fall definitiv noch eine Samurai-Deko oder sowas reinsetzen. Also, warum nicht auf jeden Fall. Kann auch sein, dass du schon mal in der Bogenfolge dabei warst, aber I don't know bei welcher und... Keine Lust jetzt nachzugucken. Okay, Kornspeicher sind auf jeden Fall alle schon mal 3, 4, das ist auch schon mal nice. Der Wachturm ist auf 6, das ist auch schon mal schön. Hast ja auch eine Mühle Produktion, weiß ich nicht genau, wie viel du wirklich spielst. Kommt dann ganz drauf an, die Stallung 2, ja, es ist halt leider nur mal ein Rubingebäude. Und die Halle ist schon auf 70 und du bist natürlich auf Legenden Level 20. Das passt auf jeden Fall. Aber hier würde ich auf jeden Fall nochmal gucken, nach der, ob du hier nicht nochmal irgendwas reinstellen kannst. So was Kleines, was Großes, was halt gerade reinpasst. Du kannst sonst ein bisschen kleinere Deko auf jeden Fall reinstellen. Hauptsache Deko reingepackt. Das finde ich ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ich würde jetzt auch noch fast deine APs angucken, aber die guckst du ja immer selbst an. Im grünen Hui, in den Welten Fui, wie ich so immer so schön sage. Das Tor hast du hier noch auf 3 leider, hier hast du sogar noch die Türme und sogar noch auf 4. Und hier noch ein Turm auf 3. Würde ich definitiv, also die Türme hier auf jeden Fall machen. Das ist, denke ich mal, wichtig. Den Steinbruch. Wenn du hier schon Steinbruch hier 2 und sowas hast, also Steinwerk, Entschuldigung, dann brauchst du den eigentlich nicht wirklich. Dann würde ich den auf jeden Fall rausnehmen. Verteidigungswerkstatt brauchst du auch nicht. Also die würde ich nicht weiter hochbauen, ehrlich nicht. Deko würde ich hier auf jeden Fall noch einiges reinklatschen, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Hier baust du auch noch einen Kornspeicher weiter hoch, das ist auch schon mal yay. Aber wie gesagt, auch noch mehr Deko auf jeden Fall noch rein, weil das haut natürlich die öffentliche Ordnung hoch. Mehr öffentliche Ordnung, kannst du natürlich auch mehr Nahrung produzieren. Ist, denke ich mal, auch eine wichtige und gute Sache. Und keinen Wachturm sehe ich hier. Endlich kann ich das Lied spielen. Lied ab! Wo ist dein Wachturm? Baby, du hast keinen Wachturm. Wo ist dein Wachturm? Baby, du hast keinen Wachturm. Wo ist dein Wachturm? Wo ist dein Wachturm? Baby, du hast keinen Wachturm. Yay! Ui, und da geht's auch schon weiter. Im Sand. Hier hast du auch noch das Tor, sogar auch noch auf 3. Hier hast du natürlich auch noch, also die Mauer ist natürlich schon ein bisschen höher, aber die ganzen Türme hier auch noch. Auf 4. Hier ist ein Nullerturm, Armin. Hier ist ein Nullerturm im Sand. Das ist nicht schön. Oh, hier ist sogar noch ein zweiter. Ich meine, die kannst du innerhalb von unter 10 Minuten kannst du die hochbauen. Unter 10 Minuten, Armin. Bitte, bau deine Türme hoch. Hier hast du schon einmal 5. Das ist super, Armin. Aber bitte, bau deine Türme hoch. Hau auf jeden Fall die Farmhäuser raus. Schmeiß hier ein bisschen Deko rein. Scheiß auf die Verteidigungswerkstatt. Setz dir da einen kleinen Wachturm oder sowas rein. Und bau da ein bisschen was anderes rum. Aber ich würde nicht Kornspeicher oder sonst irgendwie was rumbauen, bevor nicht deine Türme hier auf jeden Fall hoch sind. Die Türme sind wirklich wichtig, auch zum Verteidigen. Das bringt dir dann nichts und sagt, ach gut, ich baue jetzt langsam ein bisschen Deko rein. Hau mir die Farm- oder Kornspeicher wieder ein bisschen hoch. Also ich würde jetzt, na gut, kannst ja schon Kornspeicher bauen. Und überlegst dir langsam, ja, mal gucken, was ich dann noch so mache. Das bringt aber ja nichts wirklich, wenn du irgendwie einen Angriff bekommst und nichts auf der Truppe. Und keine Truppen, jetzt habe ich es, keine Truppen auf der Mauer halten kannst. Da war ich schon aufgeregt. Wenn du einen Nullerturm hast, das ist scheiße. Also das ist wirklich nicht gut. Deswegen ganz kleine Bitte von mir zu dir, Armin. Bitte, bau hier deine Türme auf jeden Fall hoch. Hier sind auf jeden Fall 2 im Sand, die du hochbauen kannst. Wenn du sagst, hey, Hector, ich würde ja gerne meine Türme aufbauen, aber mir fehlen auf jeden Fall Rohstoffe. Kein Problem, schreib mich einfach an. Du hast mich auf jeden Fall auch in Skype. Schreib mich an und sag, hey, Hector, mir fehlen im Sand wirklich halt einfach die Rohstoffe und ich habe jetzt auch nicht so viele Truppen. Kein Problem, ich schicke dir auf jeden Fall gerne ein bisschen was, damit du die hochbauen kannst. Hier natürlich auch ähnlich, wenn du hier sagst, ich habe ja auch nicht so viel. Wirklich halt auch an Rohstoffen oder sowas. Gut, da kann man auch teilweise ein bisschen Allianz fragen, auch ein bisschen laufen oder so. Aber zum Beispiel hier ist auch ein Zweierturm. Na gut, hier brennst du sogar auch schon. Das ist alles nicht so wirklich... Also von daher würde ich hier auch noch sagen, ist übrigens hier Verteidigungswerkstatt drin. Hier übrigens keine Verteidigungswerkstatt drin. Aber auch nicht so viele Deko. Hier natürlich auch alles natürlich nochmal voll mit Deko auf jeden Fall schmeißen. Die Produktion, je nachdem wie aktiv du bist, brauchst du die auch nicht wirklich. Und ja, die Türme auf jeden Fall hier hochbauen, weil dann kannst du auf jeden Fall auch besser verteidigen, weil so hältst du noch nicht mal wirklich eine Flanke. Also wenn du hier einen Zweierturm hast, dann hältst du leider keine Flanke damit. Also nicht wirklich, wenn da wirklich ein 70er ankommt, der
ein bisschen, also der vielleicht ein paar Flankensteine oder sowas in seinem Feld hat, der läuft da so rüber über deine Flanke. Da kannst du hinstellen auf der Flanke, was du willst. Da kannst du nur hoffen, dass beim Deffen genügend Deff drinne sind, die dem dann im Innenhof platt machen. Oh, hier ist übrigens auch noch ein Einserturm. Also Armin, bitte mach selten deine Mauertürme. Und wenn du Hilfe brauchst, Rohstoffe, dann schreib mich einfach über Skype an. Warnung, das Tragen von einem Superman-Kostüm ermöglicht es nicht zu fliegen. Als nächstes und letztes habe ich hier den Zeki YouTube und er ist Herzog und er sucht übrigens auch gerade eine Allianz. Ui. Übrigens, wenn du noch irgendwie aktiv bist, Zeki, kannst du mich auf jeden Fall auch anschreiben. Oder, ja, Zeki YouTube oder Zeki. Bindestrich, keine Ahnung was. JT und ja, ein bisschen älter auf jeden Fall bist, dann kannst du mir auf jeden Fall anschreiben und vielleicht können wir dich irgendwo bei mir noch in der Allianz auf jeden Fall noch unterbringen, falls du auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch aktiv spielst. So, also hast du auf jeden Fall ein Wachturm, brennst du jetzt gerade ein bisschen, ja gut, da du allianzlos bist, naja, schwierig, ne? Hast hier aber auch noch ein paar Kolosse, die Susi hat dir jetzt auf jeden Fall gesagt, Finger weg von den Kolossen, hast hier sehr, sehr viele Wachtürme, ja, Wachhäuser, Entschuldigung, nicht Wachtürme, Wachhäuser auf jeden Fall, brauchst du, denke ich mal, nicht alle, hast hier auch noch ein paar Türme, die auch noch, definitiv, die du auch noch halt auf Stufe 3 sind, die kannst du auch noch alle auch noch hochbauen und natürlich auch noch Mauer und so weiter, aber bist auch noch nicht so wirklich weit, Level 59 natürlich. Falls natürlich jetzt jemand seine Burg sieht und denkt, hey, der könnte auch gut bei uns spielen. Ich meine, ich nehme das am Mittwochabend auf, die Folge. Sendung wollte ich schon sagen, die Folge. Ich sage, hey, jo, der könnte auch bei uns spielen. Ihr könnt ja auch gerne anschreiben. Also ich meine, wer zuerst kommt, mal zuerst ungefähr. Dann, jo, hier hast du auf jeden Fall die Türme auf 2. Würde ich definitiv auf jeden Fall höher bauen, wie genau wie beim Armin. Da kannst du einfach mehr Truppen einfach auf den Mauern halten. Kannst besser auf jeden Fall deffen. Da hast du auf jeden Fall keine Verteidigungswerkstatt, schon mal yay, noch ein paar Reiterbilder, Verstecke, ja, kommt drauf an, wenn du gerade halt wirklich halt jetzt auf der Karte spielen willst oder so, also beziehungsweise ohne Allianz spielen willst, die dich treffen, kannst du Verstecke auf jeden Fall reinbauen, ansonsten brauchst du die wirklich, also nicht wirklich, würde ich einfach mal sagen. Hier auf jeden Fall noch ein paar Vorräte reingebaut, kannst du natürlich da überall, wo noch Platz ist für Deko, natürlich noch mehr Deko bauen oder vielleicht hier auch noch das Stückchen hier noch ein bisschen erweitern, ich weiß nicht, kannst du schon erweitern, kannst du nicht erweitern. I don't know. Im grünen Hui, in den Welten Fui. Hier nicht anders auf jeden Fall. Trutzburg brauchst du, glaube ich, nicht wirklich. Hast du auf jeden Fall, also bist hier auf jeden Fall noch nicht so lange oder hast du noch nicht so viel halt wirklich so gemacht. Hier brennt es auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Hier hast du auch noch einen Nullerturm. Also bitte macht, wenn ihr irgendwo seht, dass ihr Nullerturme habt, baut die bitte hoch. Das ist unter 10 Minuten, die ihr baut. Und das ist auch wirklich, ihr braucht nicht viele Rohstoffe dafür. Und ihr habt den dann schon hochgebaut. Und dann könnt ihr das auch schon mit dem nächsten Turm auch schon machen. Das dauert vielleicht ein bisschen. Wer sagt, oh ja, ich habe nicht wirklich die Beschleuniger dafür. Aber bis 2 oder 3, also von den Türmen her, baut ihr die eigentlich relativ schnell auf jeden Fall. Danach irgendwann dauert das vielleicht ein bisschen länger. Aber auch das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und wenn ihr zum Beispiel auch sagt, hier, ich möchte gerne in der Allianz sein. Und ich brauche ein bisschen Hilfe oder so. Ich meine, es gibt immer mal wieder Allianzen, die halt auch ein bisschen aktiver sind und die euch zum Beispiel auch helfen. Oder es gibt ja also zum Beispiel jetzt auch bei im Forum habe ich gesehen, das Bootcamp vom Royal oder so. Irgendwie sagt, hey, ich möchte gerne bei Royal spielen. Soll jetzt keine Werbung für Bootcamp von Royal sein, aber nur mal so als Beispiel. Oder es gibt auch zum Beispiel auch die Noobies oder so, zum Beispiel auch so eine Ausbildungsallianz oder ganz viele andere Ausbildungsallianzen gibt es zum Beispiel auch, wo ihr euch fragen könnt und sagen, hey, könnt ihr mir zum Beispiel helfen oder so. Und ihr könnt euch, denke ich mal, auch mit Rohstoffe versorgen. Könnt euch sagen, hier ist auch noch wieder ein Einsatz, ich meine Nullerturm. Bitte den auf jeden Fall ausbauen. Wichtig. Und hier hast du eine Verteidigungswerkstatt. Ich glaube, die brauchst du nicht wirklich. Ansonsten, ja gut, hier fehlt doch noch ein Wachturm. Aber das ist dann wieder so. Naja, du hast ja gerade keine Allianz auf jeden Fall. Kannst dich definitiv, wenn du gerne auf jeden Fall aktiv spielen möchtest, bei mir melden. Dann kann ich mal gucken, ob du vielleicht hier einen Platz findest bei einem Rebellenblatt, wenn du sagst, nee, ich möchte gerne irgendwo anders spielen. Bewirb dich einfach irgendwo. Es gibt genügend, also ich sag mal, Ausbildungsallianzen und noch kleinere Allianzen, die auch noch Spieler suchen. Und dann, ja, guck einfach da, wo du gerne spielen möchtest. Aber was, glaube ich, wichtig ist für die meisten Allianzen, dass du halt auch so ein bisschen aktiv spielst. Gut, das war's jetzt auch schon von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle noch einen wunderschönen Donnerstag oder auch restlichen Woche, Dienstag, keine Ahnung, wann ihr auch immer das Video guckt.
morgens, mittags, abends, und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, sagt euch der Actual Wallet, tschüss.